So, Film abspielen. Wun. Das Wun. Also bestimmt irgendwas in Wunder. Ich weiß nicht, ob du nach Spuren von 16 suchst, aber das letzte Mal hat das Adlerauge immer dabei geholfen. Naja, durchaus. Okay. Ja, Tunnel, endlich. Und dann verstecktes Romulus. Also die Bauern können immer zwei geradeaus und schlagen dann quasi diagonal, was vor denen ist. Okay, ich habe das, wie gesagt, nicht mehr im Kopf. Das ist einfach viel zu lange her. Sorry. Kann ich das nicht mit dienen. Kolosseum. Also es hat mir richtig Bock gemacht. Ich habe mich auch immer ganz gut darin angestellt, in Schach. Aber es ist einfach zu lange her. Pistolenkombo. Nach mehreren erfolgreichen Angriffen fähig halten, um eine Pistolenkombo auszufüllen. Colosseo! Boah, wo soll ich denn das bitte finden? Aber ich könnte eigentlich gerade mal machen. Also bin ich, wie gesagt, schon ohne Buch versucht. Boah, das kann ich vergessen ohne Buch. Ey, das kann ja. Das sind ja zig Stockwerke, kann überall sein. Ich mache jetzt erstmal das Versteck des Romulus. Und würde dann danach das Rätsel lösen. Also kann ich das, wie gesagt, vergessen. Finde ich nicht. So. Interagieren, bitte. So, den Wölfen zum Fraß vorgeworfen. Den Schrein des Romulus finden, nicht mehr als 3 Quadrat der Gesundheitsanzeige verlieren. Okay. Das Ziel finden. Ich werde gesucht. Okay. Ah, okay. Oh, eine Truhe. Also, wie Temple Assassin gesagt hat, beim ersten Mal schön in Ruhe alles durchforsten. Oh. Erkunden. Okay. Hier geht's nämlich schon los. Hey. Kann ich hier mich dranhängen? Ja, kann ich. Ah, gut, das bringt mir aber nichts. Borja-Banner würde ich natürlich gerne mitnehmen, ne? So ist ja nicht. Wahrscheinlich auch von der Seite dann. Ach so, ja. Kann ich auch so machen. okay. Kann ich einfach rüberspringen, ja, oder? Ja, okay, ist klar. Okay. So, jetzt muss ich irgendwie wieder hier raus. Da. Okay.
Okay. Die Frage ist, sind die drei Gesundheitsbalken darauf bezogen, dass man nicht irgendwo runterfällt? Oder darauf bezogen, dass sich hier gegebenenfalls Anhänger des Romulus befinden könnten? Okay, das beantwortet meine Frage. Tötet ihn! Romulus verlangt seinen Tod! Der Assassine muss leiden wie Remus! Könnt mich mal. Nein, machst du denn, du Affe? Ey. Ey, was ist das denn? Warum ging das denn gerade nicht? Toll, jetzt habe ich eine Bombe vertempert. Mann. Herren, was weißt du schon? Ich weiß, dass sie euch verschlüsselte Briefe senden. Beweist eure Unschuld. Sagt, wo versteckt ihr das Chiffrierblatt? Niemals! Na komm, ist egal. Vielleicht die jetzt plündern. Ich muss wahrscheinlich an dem dranbleiben, dem Affen. Deshalb kann ich mir das nicht erlauben, jetzt hier irgendwie. Super. Wohl ist eh egal. Ich hoffe, er bleibt irgendwo stehen. Ah, es ist. Das ist halt dumm. Das ist echt dumm. Auf der einen Seite ist es natürlich geil, weil man dann so eine Action-Sequenz einfach hat, wo man den verfolgen muss, aber na gut. Welcher ist es? Keiner von denen. Künstler des Jubeljahres. Oh! Wie komme ich da hin? Jetzt habe ich ja gerade ein bisschen Zeit. Nicht suchen, nicht suchen. Erstes Banner sammeln. Hat mir sogar angezeigt, das ist ja geil. Hier unten? Ah, da unten. Komme ich an das Banner, verdammte Kacke. Ja. Ach so! Oh, wie dumm. So richtig dumm. So eine Schatztruhe. Kann ich auch noch gerade sammeln, vielleicht. Ich denke mal, der wird jetzt nicht so schnell wegrennen. Weil die Schatztruhe echt egal ist eigentlich, aber.
Aber ich glaube, ich komme jetzt hier gar nicht mehr raus. Nee. Ach, egal. Scheiß auf die Schatztruhe. Was soll ich die Borgia-Banner sammeln? Stehen geblieben. Och Mann, ey, die Steuerung. Weil die Kamera auch so seitlich so dumm ist irgendwie. Kann ich überhaupt erreichen? Ich denke mal nicht, oder? Doch, kann ich. Wie viele Knöpfe ich jetzt gleichzeitig drücken soll, ey. Er macht's einfach nicht, der Ezio. Wenn ich jetzt scheitern, dann werde ich so kotzen. Wieso habe ich jetzt die Armbrust? Okay, alles gut. Ein Gesundheits... Quadrat habe ich noch, also. Ja, alles gut. Nee, war aber ein cooles Versteck, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Oh, die Rauchbombe habe ich jetzt auch wieder reingeholt. Terrakotta-Gefäß einmal. So, prinzipiell müsste jetzt noch ein... Ich glaube, es sind nämlich jeweils drei in diesen Verstecken. Borgia-Banner 1 würde mir noch fehlen jetzt. Ich hoffe, die werden mir wirklich alle angezeigt auf der Minikarte, sonst weine ich. Ich weiß nicht, ob das erste mir angezeigt wurde, ehrlich gesagt. Ich glaube aber das zweite. Oder muss ich irgendwie... Ich habe da irgendwie so ein Gefühl. Da hinten. Oder? Ich meine, ich sehe da was. Ist das nur eine optische Täuschung? Komme ich auch nochmal zurück jetzt? Nee, ich glaube nicht. Das wäre auch echt asozial, also. Das ist natürlich auch super. Ich habe während der Fongsang nicht drauf geachtet jetzt. Nee, ich denke mal, es kommt noch. Ja, nee, ich glaube, das kommt noch aus Banner. Weil das wäre, wie gesagt, echt sehr bescheuert. Oder es sind nur zwei hier dran, das kann auch sein. Ich weiß es, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe nicht die geringste Ahnung.
Okay. Ne, gehe ich mal davon aus, dass hier nur zwei Banner. Kann man sie irgendwie nachgucken? Warte mal, man kann es noch nachsehen, glaube ich. Kriegsmaschinen, Borgia-Türme, geheime Orte. Aber wir sind in Sequenz 6 übrigens. Templer-Getten. Haben wir schon 100%. Wow, Attentat, Kurtisan, Geldherausforderung. Aussichtspunkt, haben wir alle Borgia-Banner? 50, ne? Ach, oh, sind die gar nicht relevant, die in den Nebendingern? Das wäre natürlich geil. Ah, ne, geheime Orte. Doch, sind immer drei Stück. Okay. Ich gehe einfach mal davon aus, dass dann wirklich während der Verfolgungsjagd, was natürlich ziemlich asozial ist. Aber wer achtet denn da bitte auf die Minikarte? Also. Na gut, ist ja nicht schlimm, weil ja. Ich kann jetzt ja kurz holen, das Banner und direkt wieder rausgehen. Aus Erinnerung. Ich habe die Erinnerung an sich habe ich jetzt gespielt, auch mit der vollen Synchronisation. Wow. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool, der Schrein. Sehr, sehr cool. Schatzanhänger Romulus nehmen. Weihrauch einmal. Ich habe gerade irgendwie Bock auf Devil May Cry. Ich weiß auch nicht warum. Buddhistische Gebetsperlen. Und das war's? Ich würde denken, ja. Ja. Okay, dann plündern. Plündern und Brandschatzen. Schriftvolle 3 von Romulus. Okay. Nach Rom, zurück her. Gladiator. Ich will mal kurz was nachblättern. Ich will nämlich gucken, wo bei dem Kolosseum wenn ich das Kolosseum finde. Da ist es. Wegen dem Subjekt 16 Rätsel. Okay, es hängt. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, wo es ist. Ah. Wo bin ich denn jetzt? Hallo? Wo bin ich? Hä? Was? Was? Ich bin. Leute, ihr verwirrt mich alle. Bin ich schon wieder in der Stadt jetzt? Nein. Where am I? Okay, ich bin echt weit weg vom Kolosseum. Das war nicht schlimm. Ja, wir können uns die Feder holen. Na komm, sing ein Lied. Komm. Ich tanze ein bisschen. Okay, es hat überhaupt nicht, der Tanz hat überhaupt nicht zum Takt gepasst, aber so gar nicht einfach. Ist egal. Oh! Palazzo Natorio. Was? Wo? Da? Wo ist er? Wo ist der Palazzo? Ist das der Palazzo hier? Was ist denn der Palazzo? Das hier? Da! Da ist es! Warte, ich bin gerade total aufgeregt. Warte. Das ist nicht richtig, weiß nicht. Da oben, da muss ich hin. Schleunigst. Ich bin noch so ein richtiger Subjekt 16 Jäger. Lasset mich durch. Sehr geil. Da sind auch direkt diese ganzen Balken quasi. So. Ein Schlag ins Gesicht war erfolgreich. Das hört man doch gern. Hep.
wie es hier gerade vorangeht, ey. Lecco mio. Vielleicht wäre ich jetzt genau in der Woche, wo ich Urlaub habe, mit dem Spiel fertig. Ich habe keine Ahnung, wie viel noch kommt. Ich weiß es nicht, aber wenn ich so weitermache jetzt... Guck, ich habe schon zwei Parts jetzt bestimmt einfach nur vergeigt, allein wegen dieser... wegen diesen Gilden-Herausforderungen, wo ich einfach zu viel Faxen gemacht habe. So, ich hoffe, es dauert nicht zu lange jetzt. Diese intelligenten Arbeiter haben keine Selbstkontrolle. Der Roboter... Das Ding wird ja auch gesteuert. Es geht darum, dass Sachen gesteuert werden. Keine Ahnung, was das sein soll. Wird aber auch gesteuert. Fehlt mir ein intelligenter... Zwei intelligente Arbeiter fehlen mir. Das ist anscheinend ein Roboter. So, jetzt können wir... das Blaue raten. Okay, irgendwas ist falsch. Fuck. Gut, ein Auto wird hier auch nicht wird hier auch von uns kontrolliert. Scheiße, ich hab irgendwas falsch. Verdammt! Ich habe mit der Ampel bin ich nicht so ganz schlüssig. Ich brauche einen Hinweis. Aber die Ampel, nee, die Ampel wird kontrolliert, natürlich. Das Auto wird auch kontrolliert. Ich weiß, ob das hier ein Roboter sein soll. Oder ist das nur eine Statue? Mein klar, ein Auto muss gefahren werden. Das fährt sich nicht von... Also noch nicht von selbst. Ampel ist auch klar. Wobei, wie gesagt, die Ampel, da habe ich irgendwie... Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich warte auf den Hinweis. Wenn der nicht kommt, dann muss ich ins Buch gucken. Ich habe keine Ahnung. Boah, wie kommt der Hinweis? Bald nicht, dass es wieder so ein ewig langer Part wird wegen diesen Kackerätseln. Die machen ja... Da. Hat was mit Maschinen zu tun. Kluge Maschinen. Ja, ach nee. Toll. Super. Ich gucke mir das jetzt nochmal genau an und dann... werde ich... Hat was mit Maschinen zu tun. Kluge Maschinen. Und dann werde ich nämlich nachgucken. So, das sind vier Maschinen. Das ist ein Gerät. Okay, ich guck nach. Ich habe keine Ahnung. Okay. Die gesuchten Bilder sind jene, auf denen Arbeiter und kontrollierte oder eher kontrollierende Maschinen zu sehen sind. Gut, das ist richtig. Das hier. Okay, das verstehe ich nicht. Das hier, Ampel war falsch, hab ich mir gedacht. Das war richtig und wäre ich niemals drauf gekommen, keine Ahnung. Scannen. Äpfel, Orangen, Birnen, Gurken, Scannen. Rettiche, Karotten, Spinat, Datteln, Holz, Wacholder, Stahl, Aluminium, Wasser, Regen, Hütte, Ortschaft, Dorf, Stadt, Land, Frühling, Sommer, Herbst, Winter, gehen, singen, tanzen, spielen, essen, lächeln, weinen, lachen, töten, sehen, wissen, Tod, Reue, Lieb. Wow.
Laden. Bitte. Okay. Ja, das mag ich doch. Das ist doch cool. Das ist nicht cool. Das ist alles andere als cool. Warte mal. Wow. Warte mal. Sind das Türme? Nee. Alter. Ach, wenn wir uns ja am Kern ausrichten. Hehe. Da war ja was. Ja, warte mal. Nee, irgendwas stimmt ja nicht. Okay. Es ist möglich, eine einzelne Maschine zu erfinden, mit der alle berechenbaren Berechnungen durchgeführt werden können. Ich habe kein Interesse, einen Superhirn zu entwickeln. Ein mittelmäßiges Gehirn ist alles, was ich will. So. Laden. Bitte.